Lange quälende Depressionsphasen und dann wiederum Phasen absoluter Glücksmomente, die sogenannten manischen Phasen. Das sind übliche Verläufe von Menschen, die eine bipolare Störung haben. Und das kennt auch Nadja Stehlin. Die heute 46-Jährige hat eine Mischform der bipolaren Störung, die sie regelmäßig aus der Bahn wirft. Das führt dazu, dass ich einen großen Spannungszustand in mir habe. Das heißt, entweder ist der Kopf sehr depressiv, wenig Ideen, keine Lust, kein Antrieb so da. Aber der Körper möchte eigentlich ganz viel tun. Und in den Zeiten ist es leider auch am gefährlichsten, weil wenn man sehr negative Gedanken hat, dann ist der Körper auch bereit, das umzusetzen, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Doch bis sie diese Diagnose bekommen hat, war es ein langer Weg. Schon im Teenageralter hatte sie immer wieder Depressionen, die aber nicht behandelt wurden. Später studiert sie BWL, anschließend Psychologie. Sie gibt immer alles und plötzlich geht es aber nicht mehr weiter. Also das ganze Leben hat zu viel Sachen für mich bereitgehalten. Ich musste in meinen verschiedenen Rollen, wollte ich halt von mir selber aus, immer 150% geben. Und das war irgendwann nicht mehr zu leisten, als ich dann Mutter war und ein Haus hatte und verheiratet und eben Vollzeit berufstätig war. Da war irgendwann einfach zu viel. Ihre Diagnose bekommt sie erst im Alter von 37 Jahren. Erste Anzeichen für eine bipolare Störung hatte sie schon viel früher. Kein ungewöhnliches Alter, sagt Dr. Christine Reif-Leonhardt. Sie ist Ärztin für Psychiatrie an der Uniklinik Frankfurt. Das ist eine phasenhafte Erkrankung, die häufig beginnt, die so schon recht früh, so zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr, oft mit depressiven Episoden. Und die depressive Phase wird mehrere Monate dauern und dann kann der Patient beschwerdefrei sein. Unser Ziel ist natürlich, dass diese Phasen, in denen er beschwerdefrei ist, in denen er gesund ist, dass die möglichst lange anhalten. Möglich ist das mit Psychopharmaka. Das sind bei bipolaren Störungen sogenannte Stimmungsstabilisierer, die die Schwankungen nach oben und unten unterbinden. Diese Medikamente müssen über Jahre eingenommen werden. In Deutschland haben 2,5 Millionen Menschen eine bipolare Störung. Frauen und Männer sind gleichermaßen betroffen. Wir wissen heute, dass die Erkrankung eine starke genetische Prägung hat. Das ist kein einzelnes Gen, was betroffen ist, sondern es sind kleine Veränderungen an vielen Genen, die dann das Risiko ausmachen. Wenn Ihr Vater oder Ihre Mutter eine bipolare Störung hat, ist Ihr Risiko selbst um das 10-fache erhöht, dass Sie auch erkranken. Aber nicht jeder mit dieser Risikokonstellation wird auch krank. Aber auch einschneidende Lebensereignisse können Auslöser sein. Bei Nadja war es eher ein schleichender Prozess. Sie wollte ein tolles Leben, eine tolle Familie, einen tollen Job haben. Doch sie hatte das Gefühl, das nicht zu erreichen. Schließlich fällt sie in ein tiefes Loch. Das war für mich nicht möglich und das ist schwierig dann auszuhalten. Und wenn man immer wieder versucht, doch irgendwo in diesem Hamsterrad weiterzulaufen und versucht weiterzukommen, irgendwann geht das dann nicht mehr und dann wünscht man sich einfach nur Ruhe. Also es ist nicht das, dass ich nicht mehr leben wollte. Im Gegenteil, ich wollte sehr gerne leben. Aber so, egal was ich versucht habe, es ging halt nicht. Dass Menschen mit bipolaren Störungen ein erhöhtes Suizidrisiko haben, ist wissenschaftlich belegt. Man sagt, bis so zwischen 20% und 30% der Patienten unbehandelt nehmen sich das Leben. Das Zweite ist, dass es häufig eine Verknüpfung mit anderen körperlichen Erkrankungen gibt. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes. Die Veranlagung zur Erkrankung bleibt meistens fürs ganze Leben. Umso wichtiger ist es, dass die Krankheit früh erkannt wird. Dafür setzt sich Nadja Stehlin ein. Sie engagiert sich ehrenamtlich bei der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Dort ist sie Betroffenenvertreterin. Sie bringt sich ein, klärt über die Erkrankung auf und hilft. Auch den Angehörigen. Viele trauen sich eben noch nicht, damit rauszurücken, weil es tabuisiert ist und das irgendwie lieber hinterm Berg halten wollen. Aber im Grunde wäre es wichtig, darüber zu sprechen, weil sie so auch Hilfe bekommen können. Und mit Hilfe kann ein Leben halt noch mal besser gelebt werden. Also mit Unterstützung durch Medikamente, Psychotherapie, aber auch Selbsthilfe ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Menschen mit einer bipolaren Störung versuchen, ihren Alltag ganz normal zu bewältigen und zu funktionieren. Doch sie brauchen Hilfe. Und das frühzeitig.